Angeführt vom erfahrenen Bundesliga-Schiri Peter Sippel geht es also in den Endspurt für den Jahn aus Regensburg. Mit einem Sieg gegen die Bayern und einem zeitgleichen Punktverlust des SV Wacker wären die Oberpfälzer sicher in der Relegation. Aber, da steckt noch ganz viel Konjunktiv drin für die Mannschaft. Von Heiko Herrlich. Rein in die Partie, der Jahn in den Auswärtsjerseys, ganz in Blau mit der ersten Möglichkeit. Nanschik auf Uwe Hesse, der probiert's direkt, aber zu ungenau. Guter Auftakt in das Topspiel des 31. Spieltages. Die Bayern nach dem 4:0 in Ingolstadt wieder in der Spur, brauchen fast eine halbe Stunde für die erste gefährliche Szene. Green aus knapp 20 Metern, aber zu ungefährlich. Immerhin gibt's den Eckball, Patrick Weihrauch bringt den Ball herein und der sieht Karl-Heinz Lappe. Und der macht das 1:0 für die Bayern, ein super Kopfball von Karl-Heinz Lappe, der passt ganz genau. Penke macht sich lang und länger, aber er kommt da einfach nicht mehr hin. Das 10. Saisontor für Lappe bringt die Bayern in Front. So hat sich das Heiko Herrlich sicherlich nicht vorgestellt. Und es kommt noch dicker, keine 5 Minuten nach der Bayern-Führung. Dann diese Szene. Urban rauscht heran und trifft mit gestrecktem Bein Pantovic. Sippel greift sofort in die Hosentasche. Glattrot für Robin Urban. Durchaus vertretbar. Ja, er kommt schon mit einem riesen Tempo und er zieht halt auch nicht zurück. Deshalb ist schon vertretbar, also kann man den Schiedsrichter schon verstehen, wenn es dann gibt. Es ist halt natürlich schade, man hätte es auch mit Gelb ahnen können, aber ja, ist halt jetzt ein bitter für uns gelaufen. Aber. Die rote Karte war natürlich das Gesprächsthema bei Heiko Herrlich in der Halbzeit. Seine Mannschaft nun über 45 Minuten in Unterzahl. Und die Verunsicherung merkte man zu Beginn des zweiten Durchganges. Die Bayern kamen wacher aus der Kabine. Lappe auf Ribéry, aber der verpasst die Kugel nur um Zentimeter. Der Jahn gab sich aber nicht geschlagen. Fast 500 mitgereiste Jahn-Anhänger peitschten ihre Mannschaft nach vorn. Aber den Regensburgern fehlte einfach die nötige Durchschlagskraft. Man erspielte gute Möglichkeiten. Aber das Tor wollte einfach nicht fallen. Bestes Beispiel, die 80. Minute. Der Ball rollt durch den Fünfer. Aber immer ist irgendwie ein Bayernbein dazwischen. Die Schlussphase, die 86. Minute. Der Jahn probiert es noch einmal über links. Der Ball kommt zu Zieheis. Der Ausgleich, dachten alle, aber ein klares Handspiel von Markus Zieheis bei der Ballannahme. Es bleibt beim knappen 1:0 für den FCB. Ja, wir hätten natürlich lieber gern hier heute Punkte mitgenommen, aber trotzdem Kompliment an meine Mannschaft. Ich denke, das war eine hervorragende Leistung. Wir haben in der Anfangsphase unsere Möglichkeiten gehabt, haben die nicht genutzt oder im letzten Drittel schlecht ausgespielt. Und gut, dann haben wir eine Standardsituation, ein Eckballtor bekommen und ein Kopfballtor bekommen. Das war ein bisschen ärgerlich, sind dadurch in Rückstand geraten. Ja, in erster Linie ist es enttäuschend erstmal. Wir haben aber alles reingehauen, wir haben alles noch gegeben und haben versucht, dann noch einen Ausgleich zum Schießen. Hat leider nicht geklappt, aber ich denke trotzdem, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Aufgrund der roten Karte sind wir dann wirklich immer hinterhergelaufen, aber wir haben es trotzdem ordentlich gemacht gehabt und sind wir leider nicht belohnt worden. Der Jahn lässt die Punkte also in München liegen. Kann der SV Wacker Burghausen das nutzen?